Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King of Retail hier auf Dannebär TV. Es ist endlich soweit. Es hat ganze 9 Folgen gedauert, bis wir diesen Konzern gründen konnten. Jetzt werden wir es tun. Ich habe natürlich im Vorfeld schon mal ein bisschen geguckt. Ich hatte das ja zwischendurch schon erwähnt. Hier unten werden wir erstmal ignorieren, weil hier steht überall sehr niedrig. Dinger sind zwar super günstig, aber aktuell nope. Ich möchte mich auf diesen Bereich hier fokussieren. Ne, hier ist es mir einfach. Hier ist. Ach, hier gibt es niedrig. Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ist trotzdem nicht cool. Ich möchte hier in diesen Bereich rein. Dafür habe ich jetzt ja auch die Vorarbeit gemacht. Und ich habe die mal alle durchgeguckt und habe mich für den hier entschieden. Von der Fläche her sind die alle relativ identisch. Und der hier ist halt einfach der günstigste. Die Überlegung, kaufen, mieten, ist jetzt tatsächlich auf kaufen gefallen, weil dadurch haben wir wirklich nur 300 Kosten pro Tag plus das Unternehmen. Das heißt, wir sind irgendwo bei unter 400 € Fixkosten. Das finde ich dann schon ganz in Ordnung. So, dann machen wir hier jetzt auch gar nicht lange rum. Kleine Größe, kaufen, unterschreiben. So, da haben wir die Bude gekauft. Dann müssen wir ins Hauptquartier. Zack. Und dann werden wir hier vorne zu dem netten Herrn gehen und unser erstes Konzept erstellen. Und da rattert es auch schon durch. Keine Ahnung, was die da jetzt machen. Da wird gebohrt und so weiter. Wir haben ja gesagt, wir wollen Klamotten machen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nach oben und gehen als erstes hier in die Konzeptbearbeitung. Erstmal den Namen ändern. Und zwar nennen wir das Ding Bärenfutter. Keine Ahnung warum, ist mir so eingefallen. Und dann gehen wir noch hin und ändern das Logo. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade gucken, was nehmen wir denn da? So richtig nach Essen sieht hier jetzt nicht so richtig viel aus. Das Einzige, was mir jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, auffallen würde, was man mit Essen verbinden könnte, wäre hier das Herz von wegen wir lieben Lebensmittel. Wir machen es einfach mal. So, und als Farbe nehmen wir unser Grün. Und das speichern wir auch und gehen auf. Okay, so wenn ich jetzt. Achso, Farbton, Logo. Nee, alles gut. Das lassen wir so. Akzeptieren. Erfolgreich aktualisiert. So, dadurch haben wir das schon mal geändert. Jetzt gehen wir hier hin und gehen auf Lebensmittel. Und alleine das Freischalten kostet schon mal direkt 20. Und dann würde ich gerne hier entweder. Ja, komm, wir nehmen das Normale hier. Und steht hier eigentlich irgendwo, was das ist? Nö, ne? Okay, egal. Wir nehmen das. Goldene Mitte und ab dafür. So, dann lass uns hier nochmal gucken. Hier haben wir alles. Steht alles drin. Sehr cool. Die Konzerngebühr lassen wir auf 10%. Dann gehen wir jetzt einmal nach unten. Diesmal nehmen wir mal den Fahrstuhl. Erdgeschoss. Zack. Da sind wir wieder. Und dann gehen wir hier rein und ordnen diesem Laden hier unser Konzept zu. So, vorbereiten. Konzept Bärenfutter. Und wir wollen überweisen. 26 ist die tägliche Miete. Das heißt, ich würde jetzt hier vielleicht 500 stehen lassen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal 8000 hoch. Muss vielleicht noch reinklicken. 8500 € nehmen wir als Startkapital mit rüber. Bums. Und da kommen wir jetzt erstmal so 10, 20 Tage mit hin, ohne dass wir was nachlegen müssen. Das sollte passen. Lieferant werden wir uns später mit auseinandersetzen. Mit dem Wissen, was ich habe, dass die Lieferung erst um 12:30 Uhr kommt, sollten wir damit klarkommen. So, dann lass uns jetzt erstmal hochgehen und unseren Laden einrichten. Und dann gucken wir mal, was wir da hinbekommen. So, herzlichen Glückwunsch. Das ist der gleiche Text wie auch bei den Missionen. Und auch hier diese Geschichte ist auch immer das gleiche. Wir gehen jetzt erstmal ins Lager. Und ich würde ganz gerne erstmal die Liefereinheit. Und zwar nehmen wir direkt hier die große. Weil das, was wir uns liefern lassen, ist schon ein bisschen. Wobei, nee, wir machen das so. Wir arbeiten wirklich auf Sparflamme und stellen mal. Wir nehmen 30. Also wenn wir jetzt 4 von denen aufstellen, sind wir ja günstiger, ne? 2, 3 und 4. Das nimmt noch eine Menge Platz weg, aber ist nicht schlimm. Und als Lagereinheit stellen wir uns hier nochmal alles schön voll, soweit es denn geht. Kriegen wir da 2 nebeneinander? Das wäre cool. So nicht. Okay, dann vielleicht doch eher so. Den nochmal gedreht. Kriegen wir das hin? So, und jetzt würde ich doch noch mal gucken, ob wir vielleicht noch eine irgendwie reinkriegen.
So nicht, so auch nicht, so auch nicht. So ein Ärger. Egal, lassen wir die erstmal so stehen. Sollte passen. Oder nehmen wir das Große? Nee, ist jetzt eh nur am ersten Tag so ein bisschen rödeln. Das kriegen wir hin. So, dann gehen wir in den Mitarbeiterraum. Was wir da auf jeden Fall als erstes brauchen, ist schon mal Büro. Wir brauchen den Pausentisch für die Mitarbeiter. Und viel mehr wird hier auch nicht reingehen bei dem einen Feld. Stelle ich schön an die Wand ran, so dass man auf beiden Seiten da durchkommt und gut ist. So, dann kommt als nächstes die Kasse. Da nehmen wir natürlich gleich die große. Wir haben eine Lebensmittelgeschichte. Das heißt, wir nehmen jetzt diese hier. Und die möchte ich so hinstellen, dass ich quasi direkt ins Lager komme. Aber nicht ganz ran, sonst hat unser Liefermann wieder Schwierigkeiten, da reinzukommen. Machen wir so. So, dann einmal rum. Kasse öffnen, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Mitarbeiterraum, Lager, alles abgefrühstückt. Und jetzt gehen wir in die Bestellung rein und gucken mal, was wir machen können. Und zwar frisches Essen. Wir fangen mit Gemüse an. Und zwar würde ich gerne alles einmal bestellen. Gucken wir mal, wie viel das ist. 5, 6, 7. Ja, ich brauche ja gar nicht 10. Er zeigt es uns ja unten an. Das wäre cool, wenn man da irgendwie sagen könnte, einfach schmeiß alles rein. Aber das ist wahrscheinlich so eine Methodik, die ich mit als einziger mache, so auf diese Art einfach mal alles rein. Aber ich, ja, weiß ich auch nicht. Ich mag halt nicht so halbe Sachen. Machen wir alles und fertig. Gucken, wie viele Plätze wir dann haben. Kartoffeln, Melonen. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ne? Genau. Und 29. Das ist ja völlig ungerade. Habe ich echt alle mitgenommen? Jetzt mal gerade zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 sind dann 24 und 5. Das ist ja blöd. 28 wäre jetzt gut gewesen. Oder die Alternative wäre dann 32. Wobei, wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal so. Und ich bestelle die ganze Kiste einmal. Dass wir es erstmal bekommen. Und dann gucken wir gleich mal, was wir da weitermachen können. Liefer mal an. Und in der Zeit stelle ich mich jetzt hin und stelle hier schon mal die Theken auf. Und zwar möchte ich diese hier nehmen. So, und da fangen wir dann hier mit der ersten an. Die kommt hier direkt ins Eck. Und dann geht es hier mit der zweiten weiter. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Nicht, dass die sich da gegenseitig blockieren. Da gehen immer vier rein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal 6 Stück. Das sind vier. Noch einer geht nicht, ne? Nee, ist aber nicht schlimm. 5 und 6. So, und jetzt gucken wir uns mal die anderen Theken noch so an. Wir bräuchten ja dann im Prinzip. Nee, was mache ich denn für Quatsch? Wir brauchen 7. Und dann können wir noch irgendwas mit einem einzigen Artikel nehmen. Ich glaube, da würde ich hier vielleicht so eine. Na, nehmen wir mal die hier. Und die stellen wir hier mal so quer rein. Wie viel dürfen wir da reinpacken? Einer. Passt. Sehr cool. So, dann zurück ins Lager. Der gute Herr müsste geliefert haben. Und dann machen wir die Dinger einmal voll. Und dann bestelle ich die restliche Rutsche nach. Und dann sind wir, glaube ich, schon glücklich. So, dann gucken wir mal, was wir als erstes hier reinpacken. Was passt denn jetzt nicht ganz so gut zu den ganzen anderen Sachen? Ich würde jetzt pauschal die Kürbisse sagen. Oder nee, wir machen das doch anders. Ich fange hier an. Wir fangen erstmal mit Gemüse an. Ich hoffe, ich ordne das jetzt alles anhand der Bilder richtig zu. Das sind, glaube ich, Äpfel. Das sind, oh, wie heißen die denn? Artischocken? Ich glaube, das ist Gemüse, oder? Halt. Erstmal hier reinklicken. So, dann Artischocken. Das sind, glaube ich, wieder Äpfel, Bananen, Möhren, Blumenkohl, Kokosnüsse und Mais. So, zack. Und dann geht es hier weiter. Gemüse, das ist alles noch Obst. Ach, ich habe schon vergessen, hier runter zu klicken. So, dann haben wir Gurken, Kopfsalat, Chinakohl. Sind das Kiwis? Ich glaube. Zitronen, das sind Zwiebeln. Zack. So, dann hier weiter. Frisches Essen, Gemüse. Zitronen, das sind, glaube ich, Pfirsiche, Birnen, Ananas. Granatäpfel, Kartoffeln ist Gemüse, Tomate ist Gemüse, Brokkoli ist definitiv Gemüse. Vielleicht sind das auch Kiwis. Melone, Avocados.
Mandarinen, Erdbeeren und irgendwelche anderen Beeren. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt erstmal einen Slot frei, dann packen wir den Kürbis da rein, weil ich glaube, streng genommen zählt ja doch zu Gemüse. So, gucken wir mal, wenn nicht, ist auch egal. Dann machen wir hier weiter mit den Äpfeln, der Banane und ich glaube, die Birnen passen da dann noch ganz gut rein. Wo sind die gelandet? Hier. Zack. Und dann geht es hier noch weiter. Gemüse. Mal hier mal so die Exoten reinpacken. Also Kokosnüsse, Ananas, Granatäpfel und ich glaube, Avocados passen da auch gut rein. So, dann machen wir hier mal so Zitrusfrüchte-mäßig. So ein bisschen Sortierung. Am Anfang ist ja übersichtlich, da kann man das machen. Hätten wir die und die. Ja, die kommen alle dann in einen Korb. Ja, dann würde ich hier die Beeren noch reinpacken, dann kommen die Melonen in das große Fach vorne. So, zack, frisches Essen, Gemüse. Und los geht's. So, Hammer. Und dann noch die Melonen. Ich bin gespannt, wie viel Kohle wir dann tatsächlich mit diesem Sortiment hinbekommen werden. Wie viel passen denn da rein? Kann man das hier sehen? 1, 2, 3, 4, ne? Und hier wahrscheinlich auch jeweils 4. 1, 2, 3, 4. Ne, da gehen sogar 5 rein. Okay, also Melonen auf 4 und den Rest auf 5. Dann bestellen wir schon mal nach. Ich kann ja einfach hier reingehen. 1, 2, 3, 4. Müsste passen. Und eine Melone haue ich mal raus. Zack. So, das sollte laufen. Dann fordern wir den direkt mal an. So, dann hauen wir uns hier mal ein paar Melonen ins Fenster. Da sind sie. Und auf der anderen Seite kommen dann, keine Ahnung, was packen wir hier da rein? Bananen. Blumenkohl, jeder mag Blumenkohl. Ananas finde ich sehen auch noch cool aus. Wobei, dann haben wir zweimal Obst. Da kommen nehmen wir Mais. Zack. Sehr cool. Dann haben wir das auch. Dann nochmal ins Lager, alles leer machen. Dann müssen wir jetzt ein bisschen hin und her pendeln. Das sollte aber kein Problem sein. Zack, Lager voll. Gucken wir grob nach, was wir haben. Zitrusfrüchte, ach, ist auch eigentlich vollkommen egal. Wir gehen einfach an jedes Ding einmal ran. Hier geht's nicht. Da, wo es nicht geht, ist ja kein Zeitaufwand. Da ging jetzt fast alles. Da ging nur die. So, zieht's euch rein, Leute. Unser kleiner, gemütlicher Gemüsekiosk. So, ich glaube, 40 kriegen wir rein. Ne? Dann müssen wir noch zweimal. Ist aber kein Problem. So, fangen wir wieder hier an. Wir müssen tatsächlich noch mal an jedes Regal, so wie es aussieht. Die Melonen sind voll, aber überall anders fehlt mindestens eine Reihe. Ja, na klar. Ja, überall noch mal ran, außer bei den Melonen. Da kommt. So, das haben wir. Das haben wir. Fangen wir diesmal hier an. Ach, schön. Alles schön voll. Ich sag mal so Schönheitsgeschichten und so, das machen wir dann später, wenn wir ein bisschen größere Fläche haben. Für den Moment ist mir das erstmal nicht so wichtig. Müssen ja auch ein bisschen Puffer behalten. Wir müssen ja noch Werbung schalten gleich. Und wir müssen. Ah, jetzt gucke ich, das sieht irgendwie so aus, als wird da noch einer fehlen. Ist aber nicht so. Okay. Da war ich ein bisschen schnell. So, das heißt, jetzt müsste das Lager leer sein. Dann gehe ich aber jetzt trotzdem noch mal hin und mache noch mal diese Bestellung rein. Zack. Und fordere die auch direkt an.
So, dass wir ein bisschen was auf Lager haben. Okay, so, dann würde ich sagen, sind wir hier jetzt soweit durch. Kurz noch warten, bis hier Mr. Kistenbob kommt. Da bist du ja schon. So, und dann kann ich auch schon mal anfangen, die ersten Sachen ins Regal zu räumen. Na, du hast ja eine Systematik dahinter. Naja, ist ja auch wurscht. So, perfekt. Sehr gut, komm mal dran. So, damit ist der Laden erstmal fertig aufgebaut. Wir haben noch 4K übrig, damit bin ich einverstanden. Dann ab nach oben. Miete geht runter. So, dann als allererstes, bevor wir das vergessen. Halt, nochmal kurz an den Computer. Ich muss einmal kurz nochmal die Bevölkerungsverteilung angucken, dass wir wissen, wo wir hier die Werbung reinballern müssen. Und zwar Stadtanalyse. Das waren die Arbeiter, dann die Hipster und die ITler. Das ist so das Segment, was wir haben. Die haben. Okay, also die sind vom Preisfokus her alle auf Mittel. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt mit Rabatt rumhauen, sondern ich würde jetzt nochmal hier drauf gehen. Wir machen Nachrichten. Nachrichten sieht gut aus, machen wir direkt einen A3er und knallen da riesengroß unser Gemüse drauf. Dann gehen wir auf die Arbeiterklasse. Das sind die, die wir auf jeden Fall ansprechen wollen. Und dann würde ich da drunter in klein unsere Hipster. Die ITler waren noch dabei. Dann die Ökos und die Bauern, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Ich glaube, die werden auch gerne zugreifen. So, und dann machen wir das Ganze für 4 Tage und damit sind wir dann fast pleite. Zack, aber das muss sein. So, dann haben wir den Laden voll. Jetzt haben wir noch 1400, bin ich mit einverstanden. Dann lasst uns mal, was liegt denn da auf dem Tisch eigentlich? Ist das eine Placebo-Bewertung? Ach, guck, sind das die von den Missionen? Hätte ich das mal eher gewusst. Okay, hilft uns aber jetzt nicht weiter. Dann gehen wir nochmal hier hin und gucken mal. Guck mal, haben wir ein paar. Hilft uns jetzt gerade nicht. Nee, brauchen wir nicht. Können wir annullieren. Wir nehmen jetzt wirklich nur Leute, die lebensmitteltechnisch richtig gut drauf sind. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, das ist ja noch relativ neu hier, diese. Ach Mist, da habe ich jetzt schon aufgedeckt. Nö. Wir brauchen heute keinen Mitarbeiter. Also alles gut. Ich will sie mir nur trotzdem angucken, weil ja, ich bin jetzt sehr wählerisch und ich möchte schon die guten. Nee, brauchen wir auch nicht weiter gucken. Die guten haben. Was ich sagen wollte, genau, das ist ja ein relativ neues Feature und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob dieser Balken sich nachträglich überhaupt noch verändern kann. Ne? Aber das ist ja Mist. Wir kriegen hier nicht eine Socke. So, komm, du bist es jetzt. Du siehst so aus, als würdest du gerne essen. Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Gut. Dann, was ich natürlich wieder vergessen habe, die Öffnungszeiten. Das hatte ich ja schon angekündigt. Die werde ich jetzt einmal komplett hochschrauben auf volle Pulle. Das mit den Mitarbeitern finde ich jetzt ein bisschen schade, weil ja, ich sag mal irgendwie einen hätte ich zumindest schon mal gerne auf der Fläche gehabt, zumindest 10 Mal Verkauf. Aber wenn das jetzt die ersten 2, 3 Tage nicht der Fall ist, ist das auch nicht schlimm. Umso mehr für uns zu tun, umso weniger rumstehen. Guck mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass das sowieso super stressig wird heute, weil die Werbung, die wir da reingeknallt haben, ist ja schon nicht ganz ohne. So, und dann den letzten Schritt, da es jetzt ja noch übersichtlich ist, gehen wir noch ins Mindestlager. Frisches Essen, Gemüse. Und dann haue ich hier alles rüber. Hä? Ah, ich muss das Feld treffen, sonst wird das nichts. 29 Artikel müssten ja nachher drin sein. Beziehungsweise ich glaube, ich gucke einfach noch mal durch von unten nach oben, ob ich auch wirklich alle drin habe. So, also Bären, Bären, die Dinger, das passt, 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 passt. Passt. Passt, passt, passt. Musste ich mich kurz einmal neu orientieren. Ananas, dann geht's weiter. Bieren. Jo, 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 jo. Dann die Dinger und die Gurken.
Und dann geht es hier weiter. Mais, Kokos, Blumenkohl, Karotte, Banane. Und die obersten drei. Sehr schön. Und ich stelle jetzt erstmal alles auf 5. Ne, weil die Regale sollen ja schon immer ziemlich voll sein. Bis auf die Wassermelone. Die stelle ich natürlich nur auf 4. Dass wir erstmal die Regalplätze drin haben. Und das Justieren, das machen wir dann am Ende jeden Tages. Gucken mal mit dieser Verkäuferfunktion, wie wir es vorher auch schon gemacht haben, beziehungsweise mit dem Nachverkaufen. Was erzähle ich für einen Blödsinn? Diese Funktion mit den ganzen verkauften Sachen, die werden wir dafür dann nutzen. Aber ich zeige es auch gerne nochmal. Für die, die jetzt vielleicht bis hierhin gesprungen sind, wird wahrscheinlich auch der ein oder andere gemacht haben. Und nur so Interesse halber, 2,5K können wir per Kredit aufnehmen, wenn wir es wollten, BZW müssten. Kurz mal gucken, was hier nochmal so ein Einkaufs- oder so ein Ausbau kostet. 800 pro Feld. Okay, das ist schon nicht ohne. Okay, gut. So. Werbung haben wir, Zeiten haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann lasst uns loslegen. Machen wir noch gar nicht lange rum. Ziehen wir uns den ersten Tag rein. Ja, wir haben nichts, wir sind nichts, alles ist gut. Boah, das hat aber gerade so gepasst mit dem Geld, finde ich aber trotzdem gut. Zu tun haben wir jetzt, wie gesagt, erstmal nichts. Warten wir erstmal, bis der Laden aufmacht und dann gehen wir raus und quatschen erstmal alles an, was nicht reinkommen will, aber stehen bleibt. Schon mal nach draußen gehen, dann sehen wir die Leute auch reinspawnen, da kommen sie schon. So, mal gucken, ob irgendeiner stehen bleibt hier. Nö, alle vorbeigerannt. Ach, wir hatten ja auch noch nicht geöffnet. Ach, schön, Bärenfutter. Jetzt haben wir geöffnet, jetzt kommt keiner mehr. Halt, da ist unser erster Kunde. Frisches Essen. Jo, komm mal rein hier, mein Lieber. Und du brauchst sogar. Das ist cool. Den haben wir. Nicht cool. Reicht aber. So, weh, du kommst jetzt nicht rein. Das Thank hat you. sehr viel Mühe gekostet. Er geht rein. Guckt es euch an. Schauen wir mal, ob er was kauft. Nächste. Eine Öko-Tante. Holen wir uns auch direkt rein. Müssen wir uns jetzt nur ein bisschen beeilen und den Kassenmenschen da im Auge behalten. Er geht tatsächlich an die Kasse. Wie cool ist das denn? Bisschen beeilen, nur Freude hochmachen. Und go. Thank you. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich fliege, ich eile. Und sie ist drin. Sehr cool. Warten wir noch kurz ab. So, da ist der erste Kunde, der ohne Arbeit und ohne Zutun gekommen ist. Ja, mega cool, Leute. So, keiner mehr da. Wir füllen einmal kurz auf. Ja, definitiv alles noch da. Lol. Ach, der Brokkoli liegt wahrscheinlich noch hinten. Ist aber nicht schlimm. Alles gut. Dann kommt die nächste rein. Wir gucken nochmal nach potenziellen Leuten, die wir in den Laden schleppen können. Da ist nochmal eine Arbeiterklasse. Genau das, was wir haben wollen. Ich drehe mich mal, dass ich die Kasse im Auge habe. Ach, guck mal, die will, glaube ich, schon direkt bezahlen. So, dann einmal eine Turbofreude bitte. Das war falsch geklickt. Oh, nicht gut. Komm, das klappt. Und. Oh, das war gut, dass Thank wir da you. so viel Zeit reingesteckt haben. Er kommt rein. Nee, lauf doch nicht gleich wieder raus, du. Frechheit. So, Lager ist wieder voll. Wir haben Kunden im Laden. Kurz mal gucken, wer hier. Können. Das ist jetzt natürlich blöd, dadurch, dass das alles auf den Paletten ist, kann ich natürlich jetzt nicht alles nachfüllen. Aber manche Sachen gehen ja trotzdem. Und dann kriegen wir die Paletten nach und nach auch leer, also alles gut. Oh, guck mal, eine Melone holt sie sich auch. Ich fülle direkt auf. Ist ja überhaupt nicht irgendwie. Ne? Oh, die hat, glaube ich, eine ganze Menge eingekauft, kann das sein? Da hinten haben wir auch noch. Mal auf voll machen, schön, dann kann ich gleich noch mal ein bisschen was rausholen. Tada, ich komme. 45 und das im Lebensmittelladen. Das ist schon ordentlich.
für eine Person wahrscheinlich schon sowas wie ein Wocheneinkauf. Jetzt. 7 Uhr. Also ich denke, so ab 10 Uhr wird das dann hier nochmal ein bisschen spannender. Aber für den Moment, wir machen jetzt heute auch nur den ersten Tag, ganz entspannt. Und dann schneiden wir rüber in die nächste Folge. Ich werde jetzt, das vielleicht auch schon mal vorweg angekündigt, die ersten Folgen jetzt nicht großartig auf Screen spielen. Ne? Also es sind nachher Zeiten dazwischen, wo du dann wirklich nur Tag für Tag vergehen lassen musst, um ein bisschen Kohle zusammen zu scheffeln, wo dann die Sachen immer die gleichen sind. Da werde ich dann ein bisschen mehr Offscreen machen. Aber ich sag mal, dass im Großen und Ganzen die ersten paar Folgen werden wir wahrscheinlich alles zusammen machen. Warum will denn hier keiner stehen bleiben? Guck mal, der rennt zumindest schon mal rein. Vielleicht muss ich es auch einfach festhalten. Ach, guck mal. Vielleicht hilft das tatsächlich. Kann jetzt auch Zufall gewesen sein. Oh, wir haben großen Bedarf. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier auch noch eine große Freude geben. Oh, nicht cool. Na komm, ist egal. Ah, sie Thanks. kommt rein. So, hier dürfen wir noch nicht. Und das durften wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Zwei Leute im Laden, dann bleiben wir drin. Lager ist dann voll. Und sie kaufen noch einer. Sehr cool, jetzt wird es langsam. Ja, ist auch fast 10 Uhr. Also die laufen hier ganz gut, glaube ich. Brokkoli oder was ist das? Hallo, Frau. Ich lache mich kaputt, wenn wir hier gleich aus dem Kassieren nicht mehr rauskommen. Ja, aber das sieht ganz gut aus. So, versuchen wir nochmal nachzufüllen. Da brauchen wir nicht. Hier dürfen wir, glaube ich, noch nicht. Ne, die haben wir noch nicht. Hier. Nope. Hier. Jo. Hier. Guck mal, hier oberste Reihe ist schon fast komplett leer. Vielleicht sollte ich die Paletten so ein bisschen kunterbunt machen. Das wäre mehr Auswahl aus dem Nachfüllen im Lager haben. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir so. Ich kann ja auch speziell gucken, was fehlt und dann die Palette gerade angreifen. Weil was wir auf jeden Fall jetzt bald mal brauchen, ist das hier oben. Kurz gucken, was das ist. Das sind, glaube ich, die Artischocken, ne? Ei. Gucken wir mal, in welcher Kiste die drin sind. Hier in der ersten. Dürfen wir schon? Nee. Zahlende Kundschaft. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen jonglieren hier. Ein Mais ist weg, sehr cool. Oh, dann gehen da doch 5 rein. Hier waren die Artischocken drin, ne? So, Lager ist voll und er hat mir keinen von diesen Artischocken rübergegeben. So ein Ärger. Hey. Oh, da will einer Beratung. Aber wir haben auch was an der Kasse. Nee, komm, kassieren ist wichtiger als beraten jetzt erstmal. Wenn du. Ah, nee, die müssen wir noch machen. Ah, jetzt ist er pampelig. Schade. Hätte ich gerne mitgenommen, aber manchmal geht es halt einfach nicht. So, weiter unsere Artischocken angreifen. Nee, ich glaube, da waren wieder keine bei. So, aber die können wir schon mal wieder auffüllen, das weiß ich. So, was muss hier nachgefüllt werden? Das sind Kartoffeln und Brokkoli. Artischocken, Kartoffeln, Brokkoli. Das ist das, was jetzt Not am Mann auslöst. Kartoffeln, Artischocken, Brokkoli ist in der Kiste. Okay, dann bleiben wir erstmal an der linken noch dran. Aber guck mal, es kommen tatsächlich ein paar Leute rein. So, du kriegst jetzt tatsächlich meine Beratung, vor allem Berühmtheit. Die lassen bestimmt gerne Geld hier. Zack. Notwendigkeit hat sie jetzt nicht ganz so viel. Oh, lässt sich auch nicht gerne einlullen, habe ich den Eindruck. Ah, vielleicht doch. Zack. Und jetzt den Bedarf noch ein bisschen hochdrücken. Ja, komm,
Glauben, die kriegen wir ganz voll. Nee, 90% reicht mir. Thank you. Und ab die Post. So, Melonen. Was ist hier jetzt? Brokkoli ist komplett leer, ne? Ich glaube, Mais hatten wir schon ein bisschen. Na, jetzt wird es aber problematisch. Greifen wir unsere Brokkoli-Kiste nochmal Hey, can you help me? an. Das hat sich ja gelohnt. So, nächster. Irgendwas zum Anbieten. Nehmen wir das hier. Oha, das war ja ein Schuss in den Ofen. Okay, Bedarf kriegen wir jetzt nicht hoch. Hauptsache Freude. Das stärkt Thank nämlich you. den Ruf. Kassieren ist wichtiger, definitiv. Gerade jetzt am Anfang. Da kommt die nächste schon. So, die hat auch schon was gegriffen. Also nur kurz schon mal hier durchfliegen, ob wir irgendwas schon wieder nachlegen dürfen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das auch. Oh ja, okay, dann kommen wir da jetzt mit unserer Kiste auch mal ein bisschen weiter. Kasse und dann noch mal auffüllen. Was im Stress hier? Kommt der nächste? Nee, doch nicht. Der haut ab. Gut, das waren jetzt ein paar. Nee. Nee. Hier. Nee. Da. Hier vielleicht. Ach, wir haben Kartoffeln haben wir jetzt ein paar gekriegt. Das ist schon mal sehr cool. Hier geht nichts. Und hier auch noch nicht. Okay, dann wieder rein. Wir kriegen den Container noch leer. Ich weiß halt auch nicht, in welcher Reihenfolge der die Sachen dann abarbeitet. Na, das ist auch noch eine Sache, die wir rausfinden müssen. Kasse. Hey, can you help Ja, me? na klar. Hier, nehmen wir das da. Das hat eben auch gut geklappt. So, hier ist immer noch der Brokkoli leer. Vielleicht sollte ich auch wirklich mal was verkaufen, was ich im Lager habe. Gucke ich gleich mal nach. Ah ja, okay, den Chinakohl habe ich scheinbar im Lager. Sehr gut. So, mal eben gucken. Ich glaube, wir könnten jetzt echt Glück haben. Jetzt hat er damit angefangen. Also er scheint tatsächlich kreuz und quer auszupacken. Wäre natürlich auch cool, wenn du hingehen könntest und sagen könntest, ich hätte gerne das. Vielleicht geht das sogar. Probieren wir gleich mal. Ein bisschen rumfummeln, ob da irgendwas funktioniert. Oh oh. Es tun sich mehr Löcher auf. Also das Lagersystem ist noch nicht ausgereift, was ich hier habe. Hier rangehen, ne? Kann ich dann sagen, positionieren, auspacken. Ne, jetzt hat er genau alles andere wieder ausgepackt, als ob er es wüsste. Okay, das mit dem Nachbestellen, so wie ich das jetzt gemacht habe, war wahrscheinlich jetzt nicht die allerbeste Idee. Aber gut, was willst du machen? Ich bin für den ersten Tag, ist das schon super, was wir hier abräumen. Dich wollen wir haben. Zack. Los geht's. Haben wir. Thank you. Hey, can you help me? Ja, na klar. Aber jetzt bin ich gerade beschäftigt, meine Liebe. Oh, das war Verschwendung. Egal.
Wir ziehen Freude hoch. Und dann gehen wir an die Kasse. Thanks. Und wenn die gute Frau dann noch geduldig genug ist, dass ich sie danach machen kann. Nee, war sie nicht. Aber egal. So, ich hoffe, dass wir jetzt was nachfüllen dürfen. Wir müssen jetzt langsam mal an die Artischocken kommen. Die sind nämlich jetzt echt leer, oder? Ja, sind sie. Und da der Brokkoli auch. Das heißt, wenn wir die Artischocken dann irgendwann mal haben, wenn es denn welche sind, dann gehen wir an die mittlere Kiste ran. Hi. Kurz nochmal die Melonen nachgeguckt. Kürbis. Ei, du bist aber... Okay, das hat schon mal geklappt. Hammer. Thanks. So, Artischocken sind komplett leer und Brokkoli ist komplett leer. Da haben wir wieder ein Plätzchen. Noch eine Beratung? Ja, na klar. Ich kurz einmal hier. Frisches Essen. Go. Ach, guck mal, Notwendigkeit passt schon mal. Lässt sich gerne einlullen, ha? Richtig schön einmal einlullen, die gute Dame. Komm, wir haben die Zeit. Ah, hat geklappt. Thanks. Und go. Kasse. Haben wir. Und jetzt bitte Artischocken. Boah, lässt er jetzt echt genau die Dinger als letztes da im Regal liegen. Das finde ich jetzt ziemlich frech. Aber gut, was willst du machen? Irgendwo wird er uns ja hier mal was geben. Da war jetzt einer. So, und jetzt muss er ja mit Artischocken um die Ecke kommen. Geht ja gar nicht anders. Ist ja nichts anderes mehr da. Doch, Ananas. Und genau die haben wir gekriegt. Wahnsinn. Haben wir Ananas auch irgendwo? Da oben, die sind alle voll. Na super. Oh, der Tag ist oben, habe ich gar nicht geschnallt. So, ich bin echt gespannt. Wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Einmal ans Brett. 350 Gewinn haben wir gemacht. Richtig gut. Wir haben natürlich noch nichts nachbestellt. Das machen wir jetzt. Bestellung. Mindestlager. 13 Artikel fehlen. Und die holen wir uns jetzt auch. Zack. So, dann gehen wir hier wieder raus und setzen uns nochmal mit dem Personal auseinander. Zwei Herrschaften dürfen wir. Nope. Auch wieder gesehen. Na, wir gucken mal. Also wenn an Tag 3 auch wieder keiner dabei war, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen. So würde ich es jetzt mal nennen. Nee, kann wohl nicht wahr sein. Was ist eigentlich mit der, die da auf dem Tisch liegt? Die können nicht mehr... Ach, die ist jetzt weg. Mist. Okay. Gut, Ware nachbestellt haben wir. Wir haben ein bisschen Geld übrig. Jetzt müsste ich mal gucken, um dieses Problem zu lösen. Vielleicht sollte ich auch die Paletten einfach wegreißen und dafür so einen größeren Container hinstellen. Ne? Was kostet jetzt nochmal so ein Raum? Soll ich hier einfach nochmal ein Lager anbauen? Ne, Quatsch, falsch. Das brauchen wir. 950 kostet Lager. Boah, das mache ich äußerst ungern, muss ich jetzt gestehen. Nee, wir kriegen das auch so hin. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Macht's gut, tschüss.